Also bisher ist ja noch relativ ruhig, so fast ähnlich wie das Original gehalten. Seid mal ehrlich, Freunde, wer von euch hat mit diesem Ende jetzt gerechnet? Hallo Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel BMT und heute gibt es wieder ein BMT Reacts. Wir reagieren nämlich wieder auf Conquer the White. Die haben nämlich jetzt noch ein Cover hochgeladen von Bad Guy, was im Original von Billie Eilish ist. Und ja, Bad Guy kennt man ja wahrscheinlich. Kenne sogar ich, obwohl ich kaum so Radiomucke höre. Außer mal auf Arbeit. Ich glaube, da habe ich den Song ein paar Mal öfter gehört. Und ja, auf jeden Fall, Conquer the White ist eine Post-Hardcore-Band, die nur aus weiblichen Menschen, nur aus Frauen, das klingt besser, besteht. Und ich habe tatsächlich vor kurzem schon ein Reaction-Video zu denen gemacht, weil sie ihr Comeback nach 5 Jahren gemacht haben. Genau, Chemicals ist auch hier verlinkt. Und sie haben jetzt doch dieses Cover, was wir uns jetzt heute auch noch zusammen anschauen werden, denn ich bin mal gespannt, was sie daraus so gemacht haben. Let's go! White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Also bisher ist ja noch relativ ruhig, so fast ähnlich wie das Original gehalten. Aber ich denke mal, da wird noch so ein bisschen was Rockiges kommen. Bruises on both Sag ich ja. my knees for you, don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just a whistle puff guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Yo. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so ein Post-Hardcore-Part kommt, aber geil. When you take control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just a whistle puffed guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Die Akzente auf der Hi-Hat gerade waren ziemlich nice. Yo. Seid mal ehrlich, Freunde, wer von euch hat mit diesem Ende jetzt gerechnet? Also ich nicht. Das gibt auf jeden Fall mal ein Like. Yo, sick. Also dieser Breakdown am Ende. Nice, nice. Damit hätte ich nicht gerechnet. Vergleich mal den Anfang vom Song mit dem Ende vom Song. Weltenunterschied. Aber geil. Also ich finde, das ist ein gelungenes Cover auf jeden Fall. Ich bin an sich nicht unbedingt immer der Fan von Covern. So, manchmal ist es cool, manchmal. Es ist relativ langweilig. Das finde ich cool.
Trotzdem, weil es ein Cover ist, glaube ich nicht, dass es jetzt so unbedingt den wirklich in meine Routine beim Hören reinkommt. So, es gibt ein Cover, was ich richtig viel und gerne höre, nämlich das Symphony-Cover von Dream Awake. Das finde ich richtig gelungen. Ich kannte auch davor gar nicht den Originaltrack. Vielleicht feiere ich es deswegen nochmal umso mehr. Und das Man's Not Hot Cover von Rebutter for Bread with Butter. Das ist halt einfach geil. Aber naja. Auf jeden Fall, sickes Cover hier. Er sagt's. I was not prepared for the breakdown. Jesus Christ. Er sagt's. Und yo, sick. Ich würde sagen, ich verlinke euch das Video, wie immer in der Beschreibung. Dann schauen wir hier nochmal die Beschreibung an. Ja, check out Chemicals. Auf den Song haben wir auch schon reagiert. Könnt auch gerne, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch gerne abchecken, meine Reaction darauf. Director Jacob Matzkoffs, filmed at Pearl Studios, Sound Studios. Special thanks to Chuck Alkazian for being awesome. Okay. Song credits written by Billie Eilish and Phineas O'Connell. Performed by Conker Divide, executive producer Joey Sturgis. Ja, die arbeiten wieder mit Joey zusammen. Der macht doch einfach sicke Arbeit. Produced and engineered by Joey Sturgis and Nick Matzkoffs. And John Eberhardt, mixed and mastered by Joey Sturgis and Nick Matzkoffs. Und ich wollte nochmal kurz auf das Line-Up eingehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Drummerin, die alte raus ist, Tamara Tadic, die ist auf jeden Fall zwischenzeitlich auch mal in einer Death-Metal-Band gewesen. Ich weiß nicht, ob die da immer noch Drums spielt. Die hat auch irgendwann mal einen eigenen Track rausgebracht, ein Instrumental. Und ja, die haben auf jeden Fall jetzt eine neue Drummerin. Und ja, auf jeden Fall, ich fand das Cover gelungen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Cover auch geil fandet oder wie ihr das fandet. Und vielleicht auch, was ihr von dem Original-Track haltet. Lasst euch da gerne freien Lauf und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Würde mich freuen. Ich antworte auch immer. Und jo, dann würde ich sagen, Freunde, checkt die Videobeschreibung aus, da findet ihr das Video. Da findet ihr auch noch ein paar andere coole Links, zum Beispiel zu meinem Instagram. Da bin ich ziemlich aktiv. Da könnt ihr mich gerne auschecken. Und ja, da findet ihr auch einen Link zur BMT React Spotify Playlist. Da sind alle Songs drin hier, auf die ich reagiere. Dann braucht ihr gar nicht mehr suchen. Könnt ihr direkt auschecken. Und dann gibt es auch noch einen Link zu meinem Song. Ich habe nämlich selber einen Track released, der geht so ein bisschen in Emo-Rap, so ein bisschen in die Emo-Rap-Direction. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder SBM2 Reacts. Ich freue mich über jeden, der ihr einschaltet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.